Und willkommen zurück zu Homefront The Revolution. Wir sollen irgendwie in die rote Zone gehen. Na, dann bewegen wir uns mal dahin. Ja, wir haben aus einer Pistole. Aus einer Pistole. Einfach mal eine MP gemacht. Finde ich ganz nice. Aber wir können die Waffen noch nicht so upgraden, wie wir sie wollen. Lange Ladezeiten. Sieht so danach aus. Ah, jetzt. Runter. Kann man die mitnehmen? Dana, Parrish hier. Ich schicke dir Brady vorbei. Er kann dir mit dem KVA-Sendeempfänger helfen. Du musst die Koordinaten jeder KVA-Operation in diesem Gebiet besorgen. Dana hier. Verstanden. Ihr werdet alles bekommen. Sobald wir den KVA-Sendeempfänger erreichen, werden wir die Daten runterladen. Scheiße, Dana. Wir haben Besuch. Die Patrouillen haben anscheinend über Nacht ihre Routen geändert. Ideen? Wir haben keine Wahl, wir müssen sie angreifen. Wir müssen sie angreifen? Na gut, okay. Dann ich komm mal zu euch. Komm ich mal zu euch. Wir haben Gesellschaft. Noch mal nicht so schnell weg. Mensch, ich finde hier noch was Schönes, was ich gerne haben würde können, aber ist nicht gut. Brady, hier drüben. Gut. Okay, Parrish möchte dich ausbilden und ich denke, ich bin dir von vorhin noch was schuldig. Also wirst du von den Besten lernen. Stell nur nichts Dummes an. Neuer Plan. Wir lauern dieser Patrouille auf. Brady, du gehst am besten mit G-Man mit. Mach einfach, was er sagt und versuch nicht zu sterben. Hallo? Komm schon, Kumpel. Hier entlang. Ach ja. Versuch nicht zu sterben. Alpha, habt ihr was? Warte noch kurz. Okay, ja. Dana, in der Elm Tree Avenue, direkt vor uns, sind Fässerfallen aufgebaut. Scheiße. Brady, wir müssen hier entlang. Komm schon, beeil dich! Ja, bitte mal ruhig. Ich bin gerade runtergefallen, du Vogel. Wo ist lang gegangen? Ach, da drinnen. Hey, hier entlang. Rote Zone. Zivilisten ist der Zutritt zu jeder Zeit untersagt. Durch das Fenster und dann Kopf runter. Sie sind ganz in der Nähe. Hoffentlich klappt das auch. Sie nähern sich der Stelle. Jetzt oder nie. Es hat geklappt! Schnappt euch den Rest! Okay, das Luftschiff ist unterwegs. Wir haben nicht viel Zeit, um den LKW zu plündern. Los, los, los! Verstanden. Seekers! Sie und White hat's erwischt! Wir sind hier fertig! Rückzug! Rückzug! Verschwindet von hier! Los! Okay. Warte schon. Kommt schon! Rückzug!
Verdammt. Aua. Wohin denn? Okay. Ich soll irgendwas hier anscheinend da hinten hin oder so? Wenn ich das richtig verstanden habe? Oder was soll ich jetzt überhaupt machen? Was ist mit dir? Da warst du mir hin. Autsch. Gut. Das hier ist ein bisschen komisch. Ich wusste jetzt so gar nicht, was ich machen sollte. Habe ich jetzt irgendwie keinen blassen Schimmer gehabt. Der sagte nur irgendwie, wir sind jetzt dran, aber was? Oder hätte ich da oben bleiben sollen? Erstmal wieder lange Ladezeiten. Okay. Komm schon, Kumpel, hier entlang. Ach ja, versuch nicht zu sterben. Na ja, ich probier's mal. Alpha, habt ihr was? Warte noch kurz. Okay, ja. Dana, in der Elm Tree Avenue, direkt vor uns, sind Fässerfallen aufgebaut. Rage, wir müssen hier entlang. Komm schon, beeil dich! Ja, ich beeil mich doch. Hier entlang. Noch ein bisschen was mit. Durch das Fenster und dann Kopf runter. Sie sind ganz in der Nähe. Hoffentlich klappt das auch. Sie nähern sich der Stelle. Jetzt oder nie. Brady, mach dich bereit. Noch nicht. Warte. Jetzt. Es hat geklappt. Schnappt euch den Rest. Okay, das Luftschiff ist unterwegs. Wir haben nicht viel Zeit, um den LKW zu plündern. Los, los, los. Guckt euch das aufs Jahr. Alles hier. Neon und Seekers. Bumbo. Jesse und White haben's erwischt! Wir sind hier fertig! Rückzug! Rückzug! Jutan! Jokunzette! Meister! Gute Bewegung, mein Lieben! Boah! Meine Güte! Also ich muss erstmal in das Spiel so ein bisschen hinkommen. Irgendwie muss ich erstmal hier so ein bisschen hinkommen. Mit den Zielen muss ich erstmal noch ein bisschen klarkommen und. Fängt ja schon mal gut an. Komm schon, Kumpel, hier entlang. Ach ja, versuch nicht zu sterben. Alpha, habt ihr was? Warte doch kurz. Okay, ja. Dana, in der Elm Tree Avenue, direkt vor uns, sind Fässerfallen aufgebaut. Brady, wir müssen hier entlang. Komm schon, beeil dich. Hey, hier entlang. Naja, ist ja gut. Durch das Fenster und dann Kopf runter. Sie sind ganz in der Nähe. Hoffentlich klappt das auch. Sie nähern sich der Stelle. Jetzt oder nie. Dies ist ein Sperrgebiet. Brady, mach dich bereit. Noch nicht. Warte. Jetzt. Es hat geklappt. Schnappt euch den
Okay, das Luftschiff ist unterwegs. Wir haben nicht viel Zeit, um den LKW zu plündern. Los, los, los! Seekers! Achtung! Noch eine Patrouille! Eingesiert! Leonards Schiff ist weit hat's erwischt! Wir sind hier fertig! Rückzug! Rückzug! Okay. Jordan, heiß da! Herum, am Himmel, ich hab's! Ein Luftschiff nähert Brady. Sich! Komm schon! Mann! Beeilen wir uns mal. Alter Schwede. Dana, Isaac hier. Wir sitzen auf dem Präsentierteller. Wo seid ihr denn? Isaac, wir sind auf ein Problem gestoßen. Es wäre besser, wenn wir uns aufteilen. Jeder versucht, einen Empfänger zu erreichen. Vielleicht kommt wer durch. Brady, ich habe einen Empfängerstandort auf dein Telefon geschickt. Wir versuchen es bei den anderen. Viel Glück. Okay. Okay, okay, die Luft ist rein. Scheiß auf dieses Luftschiff. Ja. Oh, 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 ja. Das ist gut. Hm? Hey, wollte ich jetzt gar nicht. Hallo. Okay. Uiuiui. Tschüss. Veräppeln. Jo. So. Gut. Okay. Na. Jetzt sitzt aber leider kein Motorrad mehr. Das ist scheiße. Was bist du denn? Na, wo seid ihr denn? Wo bist du denn? Komm her hier, komm. Her hier. Boah. Das kann doch nicht wahr sein. Alles verloren, das Warten. Soll ich lieber den Tunnel benutzen? Wäre vielleicht besser. Wäre echt vielleicht besser. Ein Fahrrad können wir auch nehmen. Ich versuche mal den Tunnel zu benutzen. Wo auch immer er hier ist. Oh, aber da ist er. Da ist ein Motorrad. Scheiße. Nee,
blind. Zu schießen wollte ich jetzt eigentlich nicht. Schön. Hier drin irgendwo, wa? Alter. Boah, Alter. Seid ihr bescheuert? Alter, das ist ja nicht normal hier. Er ist hier in der Nähe. Er ist hier in der Nähe. Da oben ist er irgendwo. In diesem Lagerhaus befindet sich ein KVA-Sendeempfänger. Wenn wir Zugriff darauf hätten, bekämen wir womöglich Informationen über den nahegelegenen Stützpunkt und andere KVA-Operationen in der Zone. Ah, sucht mich mal. Sucht mich mal. Ja, da ist er ja. So. Du konntest den Senderempfänger besorgen. Ich bin beeindruckt. Wir werden von diesen geheimen Informationen Gebrauch machen. Ich nehme an, Parrish hatte recht, was dich angeht. Ich werde einer möglichen Sichtung von Walker nachgehen. Du solltest dich mit unserer Operation vertraut machen. Unser wichtigstes Waffenlager befindet sich in diesem Bezirk. Ned Sharp hat dort das Sagen. Du solltest dort mal hingehen und dich vorstellen. Ich lade den Standort jetzt auf dein Handy hoch. Wir sehen uns, Brady. Ah, Junge, 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 haben wir also... Hier spricht Philly Alpha an alle verfügbaren Teams per Zoom. Wir haben Walker. Wir müssen ihn zurückholen. Darauf kannst du deinen Arsch wetten. Ich möchte, dass alle ihre Augen und Ohren offen halten. Jedes Wort, jedes Zeichen, jede noch so kleine Information, wohin sie ihn gebracht haben könnten, meldet ihr. Haben das alle verstanden? Laut und deutlich. Bin dabei. Alles klar. Jetzt so. Okay, die brauchen also Informationen über... Achso, ich habe noch eine Nachricht. Habe ich die nicht mitbekommen? Okay. So, kann man eigentlich irgendwo speichern oder so? Um Gottes Willen. Da hinten soll ich hin? Gibt es eine Karte? Ich schieße! Schaltet sie aus! Okay. Hier haben wir eine Karte. Was haben wir hier? Okay. Zollamt, Garage, Widerstandslager, Radio, Motorrad. Wo müssen wir hin? Ach, ach du Scheiße. Oh, die Karte ist ja groß. Hier müssen wir hin. Ach du grüne Neune. Okay. Ich würde sagen, wir machen... Andy, hier spricht Philly Alpha. Wo seid ihr? Wir beschaffen in Elmtree Vorräte für Ned. Habt ihr was? Parrish will, dass alle verfügbaren Teams Walkers Spur aufnehmen. Oberste Priorität. Verstehe. So
Sobald wir uns diesen Truck mit den Vorräten geklaut haben, machen wir uns auf den Rückweg. Aber wir machen erstmal hier... Bewegung und Feuer! Stoß weiter vor! Alles hier! Wir machen erstmal hier eine kleine Frame-Pause. Bis dahin. Ciao. Amerika ist gefallen. Besetzt von einer feindlichen Macht. Sie unterdrücken uns und haben uns unserer Freiheit beraubt. Aber wir werden zurückschlagen. Amerikas zweiter Unabhängigkeitskrieg hat begonnen.